Heute ist der Tag der Hauswirtschaft und ich bin jetzt hier an der Schule Kirchfeld in Langenthal. Hier kochen Oberstufenschüler für ein paar geladene Gäste. Parallel dazu macht jemand Salatsauce und der Salat. Ich könnte einfach am liebsten Holzgang machen und den Salat mache ich nicht gerne und abwäsche auch nicht gerne. Der Nick, Marvin und ich haben halt Fleisch gemacht, Kalbfleisch. Ja. Und er hat sehr fein ausgesehen. Ihr seid ja die Klassenlehrer von dieser Klasse. Yeah. Wie kommt es, dass ihr da heute mithelfen beim Kochen? Ist das normal, oder? Befohlen von Frau Zurflüher. Ich bin Romy Berge. Ich bin Alisa Klaus. Und was macht ihr jetzt am liebsten bei der Hauswirtschaft? Habt ihr das gerne, das Fach? Ja. Ich mache am liebsten das Dessert. Ich mache am liebsten den Hauptgang. Das Abwaschen? Ja, würde ich sagen. Das Verräumen, das Abtrechnen, die Küche putzen. Dann ist es ein bisschen... Ich spreche gerne Fleisch zu. So. Und sonst Salat und Gemüse mache ich. Ist das alles von der Hause? Heime, du schaust auch auf beim Haushalt. Nein, die Heime. Und du bist jetzt im Team vom Dessert. Ja. Was habt ihr da vorbereitet? Wir haben hier einen Kuchen mit Äpfeln und Haselnussfüllung gemacht. Wir servieren einen Müsli. Das kann jedes Eis. Heute ist der Welttag von der Hauswirtschaft. Ihr nehmt recht klar aushalten. Das ist alles inbegriffen. Kochen, putzen, Nahrungs- und Wäschepflege. Der trägt etwas zu einer guten Volkswirtschaft bei. Und wir haben das ein bisschen heute unter unser Motto gestellt. Wir kochen regional und saisonal hier. Leider wird das Fach von uns aus gesehen mit dem Lehrplan 21 ein bisschen abgewertet. Ja, guten Abend. Dem Welthauswirtschaftstag und dann haben wir gesagt, ja, wir beerdigen eigentlich jetzt die Hauswirtschaft, so wie es war. Stimmt mir eigentlich gerade ein bisschen. Mein Herzblut mit der alten, ich sage jetzt in der alten Hauswirtschaft, wo man praktisch arbeitet. Also aus der Praxis wirklich ein relativ grosser Theorieteil. Die Kinder, die gerne kommen, wenn sie hier reinkommen, haben sie gesagt, oh, was gibt es heute? Und dann sind sie entweder vor der Tafel gestanden und gesagt, ich kann man nicht fressen. Oder, gut, ich freue mich. Also es hat alles gegeben. Und das wird jetzt relativ fest geschmälert. Sie haben schon jetzt viel zu viel, wenn sie in der Hauswirtschaft waren, dann können sie nicht kochen. Also sie haben einfach eine kleine Ahnung. So wie wir es jetzt noch machen. Und wenn man es dann so macht, haben sie dann noch viel weniger eine Ahnung. Also die können nicht kochen. In dem Sinne. Die ganz gut sind, die können. Aber ganz viel können sie nicht. Dann haben sie abwaschen, sie haben gewusst, wie die Küche eingeräumt ist. Sie haben sie können Deckwaren kochen, sie können Salat machen, sie können Fleisch anbraten. Also so Grundprinzipien haben sie gewusst. Und eben die coolen Sachen können machen. Und das ist das, was mir jetzt fehlt. Das ist das, was mir wirklich eben will.